Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute Wiener Derby. Ich gehe jetzt mal zum Austria Fanmarsch. Sind gerade am Karlsplatz. Das erste, was ich sehe, wenn ich an den Karlsplatz komme, ist eine Menge Polizei. Schaut euch das an. Überall richtig viel los. Am Donnerstag noch in Bratislava. Heute geht's weiter. Wiener Derby, Rapid gegen Austria. Schauen wir mal, es wird, glaube ich, emotional sehr, sehr krass werden. Aber alles dann zum Spiel etc. Später, wie immer, mehr. Ja, mal schauen, wie die Stimmung heute bei der Austria sein wird. Der Auswärtssektor innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft gewesen. Deswegen, Leute treffen sich über der Karlskirche. Mal abchecken, wie viele Leute hier schon sein werden. 13:30 geht's dann los. Danach wird's eben kurz zum Essen gehen. Und danach ab ins Stadion. Auf jeden Fall im schönen Ambiente hier. Technische Hochschule vorm TU-Eingang. Links die Karlskirche und ihr könnt es erkennen, da ist schon richtig, richtig viel los. Auch im Park sitzen noch ein paar Leute. Aber das ist eine fette Menschenmasse. Der Kollege hat sogar lila Schuhe. Der ist perfekt eingestimmt fürs Derby heute. Da schreien sie gerade Slovan. Ja, ausgeschieden. Zum Glück. Der Essen schon geschrien, Slovan schon geschrien. Also heute auch alle Fanfreundschaften wieder da. Rot-Weiß Essen, Slovan Bratislava. Gemeinsam mit der Austria im Auswärtssektor bei Rapid. Also man merkt, die sind komplett heiß, aber es ist klar, Derby ist. Heute geht es auf jeden Fall rund, Stimmung sehr, sehr gut hier. Alle Austria-Fans top motiviert. Freue mich natürlich auch schon auf den Block West. Vollgefüllt, ausverkauftes Stadion. Also wo soll die Stimmung sonst so krass sein wie beim ausverkauften Allianz-Stadion? 26.000, 27.000 Menschen. Fans fahren ja jetzt dann mit der U-Bahn weiter, um dann quasi ihren Fanmarsch fertig zu machen. Und sie haben quasi gerade durchgesagt, Pyrotechnik ist in der U-Bahn maximal ungünstig. Also das ist so der Wortlaut, weil dann gehen sie zu Fuß. Als kleine Erinnerung, dass sie keine Pyros in der U-Bahn zünden sollen. Aber auf jeden Fall, auch dünne Linien nehmen das Ganze mit Humor heute. Vorhin die Polizei angesprochen, auch da hinten einiges los. Viele, viele Polizeiwegen. Das war es von mir auch jetzt schon wieder vom Austria-Fanmarsch. Mehr konnte ich euch leider nicht mehr aufnehmen. Ich glaube, es waren Leute aus der Szene einfach drum gebeten worden. Also mir ist ja gesagt, ich soll nicht mehr filmen. Respektiere ich natürlich. Ich meine, ich glaube, ich bin nicht bekannt dafür, dass ich mich so wie andere Leute, die so Videos machen, einfach unter die Fans stelle und allen ins Gesicht filmen oder so. Ich glaube, man weiß mittlerweile, dass ich die Leute zensiere, weit wegstehe, dass man so halt die Leute nicht erkennt. Nichtsdestotrotz, ich respektiere das natürlich. Mich geht es jetzt weiter essen. Ich bin jetzt vom Karlsplatz bei U-Bahn-Station weitergefahren. Wir sind in der Roten Sterngasse beim Nestraplatz und gehe zur Kaidu Sushi-Bar. Ich werde mir da jetzt ein geiles Essen noch holen. Mal schauen, wie es wird. Von einigen Leuten empfohlen worden. Auch generell im Internet schon ein paar Mal gelesen, dass es gut sein soll. Anscheinend auch recht preiswert. Das werde ich dann aber gleich sehen. Freue mich schon sehr. Ich habe heute nur ein paar Heidelbeeren, die Jonas noch übergelassen hat, gegessen. Den treffe ich dann nachher wieder mit seinem Bruder. Dann geht's ab zum Stadion. Aber für mich geht es erstmal hoffentlich ein geiles Sushi essen. Wir sind angekommen. Kaidu Sushi-Bar. Rein da. Ich bin mittlerweile hier erinnern, habe so einen Tisch für mich alleine bekommen. Da vorne ist gerade noch eine größere Gruppe gesessen. Jetzt bin ich ganz alleine im Lokal. Da seht ihr mal einen Teil von der Karte. Übersichtliche Karte. Für mich wird es als Vorspeise eine Sommerrolle geben. Hier mit Garnele. Ganz genau das. Und dann die Mango Roll. Ihr kennt es, glaube ich, schon. Ich liebe es. Dieses asiatische Essen mit Mango dabei ist immer sehr, sehr geil. Generell ein kleines Lokal. Schöne Einrichtung, auch die Wand hier. Die auch wirklich diese Bar, wie man es kennt. Ja, klein, aber sehr gemütlich. Ganz untypisch, aber was ich eigentlich sehr, sehr gern trinke für mich, gibt es heute einen Holundersaft mit Leitungswasser. Weltklasse Getränk. Am geilsten natürlich, wenn man das bei irgendeinem Heurigen trinkt im Sommer draußen. Das ist einfach geil. Es war richtig selber gemacht, der Holundersaft mit Leitungswasser. Richtig, richtig fein. Aber auch in den Lokalen kann ich mich nicht beschweren. Richtig gutes Getränk. Vorspeise ist da. Sommerroll mit Garnelen. So leicht, also flach entlang. Habe ich noch nie gehabt. Immer nur generell reingegeben. Süß-Sauersoße dazu. Schauen wir mal, wie das wird. Ich habe lustigerweise erst gestern Sommerroll gegessen. Ihr seht mal, wie sie innen ausschauen. Sehr, sehr geil. Richtig schön, frisch. Das Gemüse kommt gut raus. Die Kräuter, die drin sind, das ist sehr, sehr geil. Gerade den Kombo mit der Süß-Sauersoße. Ich bin schon fertig. Das war richtig, richtig geil. Beide verspeist. Sehr frisch, sehr gut, sehr lecker. Und auch die Süß-Sauersoße mit einem leichten, scharfen Touch hat mir sehr gut geschmeckt. Und auch eine Mango-Roll ist jetzt da. Jetzt mal ein richtig schön angerichtetes Teller. Sieht das nicht herrlich aus? Oben auch die Mango drüber. Hier frittierte Garnele, Avocado. Und eine kleine Schüssel bekommen, wo die Sojasauce reinkommt. So kann man Maki oder Sushi perfekt genießen. Einmal auch hier dieses Detail, diese Soße hier einfach in Herzform so durchgestrichen. Ach, sehr, sehr, sehr schön. Und dann einmal von der Nahaufnahme hier diese Roll. Schaut das nicht absolut herrlich aus? Ich gönn's mir. Rein in die Sojasauce. Bisschen Soße hier drauf.
fertig mit der Roll. Ich habe hier netterweise noch einen kleinen Nachtisch bekommen. Den werde ich mir noch gönnen. Gezahlt ist schon. Zeige euch nachher alles. Und bin ich auch schon fertig. So eine Kokoscreme ausgelöffelt. Hervorragend. Vielen Dank an der Stelle, dass ich hier diesen kleinen Nachtisch noch bekommen habe. Das war wirklich richtig, richtig gut. Man muss auch sagen, die Bedienung war sehr, sehr freundlich. Die haben mich auch nachher quasi gefragt, ob ich so Videos oder was mache. Habe ich ihnen erzählt, dass ich die Stadion-Vlogs mache, davor immer essen gehe. Also wirklich sehr, sehr freundlich. Kleiner Laden, zwei Mitarbeiter, ein Mann, eine Frau. War richtig schön. Ich habe 20,50 Euro gezahlt. Bisschen mehr dann einfach noch mit Trinkgeld, Getränk, Sommerrollen und die Mango Roll. Also Bewertung von mir. Für mich gibt es heute eine 9 von 10. Es war richtig, richtig gut. Hat mir sehr gut geschmeckt. Das Einzige, was man anders machen könnte, ist bei Sommerrollen, finde ich fast eine Erdnusssoße besser als süß-sauer. Aber zu den Kräutern hat auch das gut gepasst. Deswegen von mir 9 von 10. Preislich mehr als in Ordnung. Sehr, sehr freundliche Bedienung und richtig gutes Essen. Kaido Sushi Bar. Checkt es aus. Kann man nichts falsch machen. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich will nach dem Essen noch kurz zu Hause ein bisschen was lernen müssen. Morgen steht nämlich eine Prüfung auf der FH an. Ich blende euch da mal ein. Zwei Spiele sind gerade auch schon Klagenfurt gegen Blau-Weiß Linz. Klagenfurt führt 1-0 und Sturm gegen WSG. Ich hoffe natürlich sehr, dass auch Sturm jetzt schon mit 2-0 vorne ist in der ersten Halbzeit. Hat auch eine sehr stabile Halbzeit aus. Ich habe gelesen, zwei Lattentreffer auch noch. Also da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung bei Sturm heute. Viel spannender ist aber, was die Folgen davon sind. Und so, wenn man auf die Tabelle schaut, sieht man, dass sowohl Hartberg als auch Klagenfurt dadurch deutlich weggezogen sind. Sowohl Austria als auch Rapid können beide nicht beim Sieg heute sie überholen. Das heißt, nur der WRC wäre zu überholen mit dem Sieg bzw. mit dem Unentschieden. Für die Mannschaften geht es heute um richtig, richtig viel. Es geht um einen Platz im oberen Playoff. Damit auch wahrscheinlich eine Verbunden mit internationalen Startplätzen, mit einigen Einnahmen, die die Austria ein bisschen mehr als Rapid, aber sicher beide Vereine brauchen. Deswegen ganz, ganz wichtiges Spiel heute. Da werden beide Mannschaften alles reinhauen. So, wir sind da angekommen in Mitteldorf. Jakob heute wieder mal dabei. Jonas geht da. Heute quasi wieder undercover unterwegs. Ihr seht da einiges an Polizei, wie vorher noch schon am Karlsplatz. Wir gehen mal vor zum Stadion. Man sieht aber auch, dass der Derby ist. Wie viel ist hier los? Volles Stadion heute. Rapid-Hymne wird gerade abgespielt. Schöne Sonne hier im Hintergrund, wie sie untergeht. Und drüben ein voller Auswärtsblock. Ganz violett. Man sieht auch auf beiden Seiten die Choreografie, die Zukunft unserer Kurve, die Zukunft unserer Stadt. Und der Auswärtsblock ganz in violett, wie vorhin schon hinten erwähnt, Viola. Ordentlich. Zur Aufstellung von der Austria. Ihr hört die Pfiffe. Da wird applaudiert und der Rest pfeift. Und jetzt die Rapid-Aufstellung. Pfiffe von rechts. Ah, das Stadion. Sehr laut. Und man hört auch wieder, was der Auswärtsblock sagt. Die Stimmung ist brutal. Aber man erwartet sich nichts anderes beim Wiener Derby. Was sagst du, wie ist die Stimmung? Ja, Bombe. Das ist wirklich, also an jeden, der heute im Austria-Fanblock steht, ihr seid unfassbar geil und unfassbar laut. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich wie geil. Geht's aus? 2-1 Austria, aber ich glaube im Endeffekt doch, dass es unentschieden wird. Aber ich sag 2-1 Austria. Jakob, wie geht's aus? 3-2 für Austria. Okay. Bevor ich zu meiner Prediction komme, nachdem auch im Stadion schon die Aufstellung war, hier mal Austria und da Rapid. Austria ist hart geschwächt, aber Huskovic scheint fit geworden, Blavotic jetzt auch in der Aufstellung. Wir werden sehen, wie die Austria performen wird. Mein Kopf sagt mir, Rapid die stärkere Aufstellung, weil eben niemand gesperrt, niemand verletzt ist, Handel gesperrt, verletzt auch noch Kotzmann jetzt. Also ja, Austria wirklich geschwächt. Kopf sagt mir eigentlich Rapid 1-0, 2-0, Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass die Austria schaffen wird. Deswegen sage ich insgesamt ein 2-2, unentschieden. Was natürlich nicht fehlen darf. Wie immer, der Radler. Drüben 2003 bis 2023, Sektion Gioventù. Ich glaube, italienisch ist es. Nur mehr Rapid Wien. Drüben. Ah, die Korrektur ist schon teilweise ausgebreitet. Mal schauen, was da noch dazukommt. Schaut auch sehr geil aus. Die Mannschaft kommen rein aus. Wir unten Rapid links sehen wir es. Mit dabei mit grün-weiß, blau-rot, grün-weiß. Noch hinterlegt hier eben diese 20 Jahre Jubiläum von der Sektion Gioventù. Und jetzt die fertige Choreografie mit dem Schal ganz auf die Seite. Und hinterbei eben der Auswärtsblock, der Stimmung macht. Und gleich zu Beginn hört euch die Lautstärke an vom Block West. Ich habe eh schon gesagt, es geht um richtig, richtig viel heute. Es geht auch darum, hier weit ungeschlagen zu bleiben für die Austria. Also es geht um einiges. Wir werden sehen. Wieder begonnen. Zu einer Minute ist gespielt. Ich freue mich auf die restlichen 89. So, erster Angriff. Fitz. Und
Graz, vielleicht auch nochmal mit Blick auf die Tabelle. Ich würde mir einfach wünschen, dass beide im oberen Lauf landen, damit einfach Sturm zwei Spiele in Wien hat und dass auch das Wiener Derby im oberen Lauf stattfindet. Aber mal schauen, wie die letzten drei Runden laufen werden. Ja, 9 Punkte gibt es noch zu holen für jede Mannschaft. Erste Riesenchance. Man muss aber auch sagen, Brühl in Topform. Also wenn sie es nicht schaffen, Brühl irgendwie in den Griff zu bekommen, dann wird das vermutlich heute eben, wie gesagt, einfach auch bei so vielen Verletzungen für Rapid ausgehen. Brühl in einer sehr starken Form momentan. Alle nochmal die violetten Fahnen raus. Und der nächste Block wäre seit 125 Jahren in Wien, nur Rapid von den Lords. Eine große Chance, Ball wurde durchgelassen, jetzt noch über auf Seite! Das Stadion eskaliert! Ist doch Pyros! Rapid führt 1-0 nach 18-19 Minuten verdient. Rapid am Drücker. Ja, Austria immer wieder Fehler in der eigenen Hälfte. Und jetzt hat es gerne gerecht. Burgstaller schnell umgeschalten. Spiel auf Seidel rein. Und der verwandelt eiskalt zum 1-0. Freischussvariation, Auer hat den Ball hingegriffen, hat den nur weggegeben und Brühl ist währenddessen eingelaufen rein. Burgstaller Austria komplett überrascht, hat nicht aufgepasst. 2-0. Und jetzt der erste Angriff von der Austria. So wind. Da ist brutales Feuer drin. Aber so muss es sein beim Derby. Geile, geile Stimmung. Wer nicht hüpft, ist Austrianer und ihr seht, das ganze Stadion springt. Da steht, glaube ich, die Wahrheit ist, euch haben sie einbrochen. Oh, Polster eingewechselt wegen Verletzung von Martins. Ich gebe ihm noch eine Chance, ich gebe ihm noch eine Chance. Er kann es retten, oder? Ja, ich gebe ihm noch eine Chance. Oh, brennt sich sehr stark. Oh! Was? Oh, Konfiz! Schießt in die Kreuze, Innenlatte, der fällt nach innen weg, nicht mehr gerade. Oh, riesiger Schuss von Finzum, richtig stark von Kretzig davor. Ja, weiter 2-0. Nächster Abschluss. Vor uns gehen da die Leute durch. Gerade dass ich noch irgendwie das Tor filmen kann. 3-0 nach 39 Minuten. Brühl geht vorbei. Wie gesagt, Brühl in Überform momentan. Und er bestätigt es. Da ist Kretzig. Er ist mit Abstand der Beste heute bei der Austria. Vom Rest viel zu wenig. Ja, Rapid stark. Rapid macht einfach stark heute. Der Torschütze, unsere Nummer 27. Marco Brühl! Neuer Spielstand. Rapid! Austria. Austria mit nächsten Fehler. Spiel rüber, früh! Spiel
spielt er ihn rein. Nein, er gibt einen Haken rein, schließt ab. Los, hält. Austria hinten. Unfassbar schlecht heute. Muss man so ehrlich sagen. Unfassbar hinten, die Austria. Das ist Wahnsinn. Und Halbzeit 3:0. Jonas muss sich erstmal entspannen. Du kriegst kein Statement und nichts. Du kannst die Kamera gleich wieder einpacken. Ihr seht, die zwei sind gebrochen, aber ich verstehe es. 3:0 eindeutig und auch verdient, muss man sagen. Austria, so viele Fehler im eigenen Spiel. Und nach vorne der sehr heftige Schuss von Fitz, aber sonst nichts. Schauen wir mal, sehr ungeschlagen auf Viererkette Martins raus. Dennis Polster reinkommt, von denen kam auch wenig. Ja, Grüll sehr stark, ja, Seidel stark und auch Burgstaller, der gerade die bringt, Akteure von Rapid, performen heute. Der Block West singt, oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. Und ja, man hat es, glaube ich, lange nicht gesehen. 10 Jahre, glaube ich, was es her ist. Also, ja, ein absoluter Wahnsinn. Aber heute die Chance so groß wie nie. 3:0 Führung zur Halbzeit. Austria mit einer Pyro-Einlage zum Beginn der zweiten Halbzeit. Und der Auswärtsblock geht in Raum auf. Ihr seht, es geht nach oben rauf. Wahnsinn! Da steht wie Aston Austria Wien, links und rechts Pyro davon. Das ist wirklich trotz des 3:0 eine geile Stimmung. Links logischerweise Block West laut, aber auch der Auswärtsblock immer noch laut. Geile Stimmung. Oh mein Gott, der verschätzt sich aber Hedl klärt. Hedl kommt sehr stark raus. Wieder die Austria im Angriff. Seitenwechsel rüber zu Polster. Der kommt doch ran. Er spielt ihn. Huskovic macht ihn nicht. Das gibt's gar nicht. Riesenchance, Huskovic. Da muss eigentlich drin sein. Weiter 3:0. Also, wie kämpft sich den Ball? Fit. Wer ist da? Huskovic. Der hält ihn. Wahnsinn. Austria ganz anders in der zweiten Halbzeit, aber Huskovic gibt eine Chance nach der anderen gerade. 58 Minuten gespielt. Da ist auch gleich eine ganz andere Energie wieder da im Auswärtssektor. Viel lauter. Und jetzt Ecke. Viel effizienter, die haben ihre Chance auf Reingold raus, da jetzt mit 3 guten Chancen und nichts draus gemacht. So ein geiler Fanchant. Leute heute ausverkauft. Rapid Viertelstunde. Da die Antwort dazu. Riesenschuss Polster! Er verhaut! Das magische ist ja so verdammt laut. Und dann Polster. Ja, hat vermutlich die letzte Chance, da irgendwie noch was rauszuholen, verhaut. Oh, er kämpft da den Ball auf. Majulo kriegt ihn! Majulo macht ihn nicht! Und Majulo, das ist Wahnsinn. Eigentlich muss 4:0 stehen. Wie hat Teams der Mannschaft heute 3 Tore geschossen, ohne Spaß. Nächste riesengroße Chance. Schlussbruch! 3:0! Da wird gefeiert. Eine Kurve, auch nach Abpfiff, laut. Austria drüben und da natürlich der ganze Blockfest, der den lang ersehnten Derby-Sieg feiert. Auch nach dem Spiel nochmal Bernie Tübke, der Austrianer.
Spiel ist vorbei, hab's die Feierlichkeit noch gesehen. 3:0 Sieg für Rapid, eindeutig. Erste Halbzeit, ganz klar, habe ich hier gesagt, was verdient. Zweite Halbzeit waren die Austria nicht schlecht dabei, hat ein paar Chancen gehabt, aber insgesamt, ja, verdienter Derby-Sieg für Rapid. Wenn ich euch irgendwo hier dann die Tabellensituation einsehe, ist Rapid großen Schritt nach vorne gemacht. Haben sie, glaube ich, noch ein Spiel gegen Lustenau und ein Spiel gegen Klagenfurt. Ja, schauen wir mal, ich meine, WRC spielt gegen Sturm. Die werden vermutlich nochmal Punkte liegen lassen, wie viele. Ja, wird sich zeigen am Sonntag, aber insgesamt, ja, glaube ich, dass das für Rapid jetzt doch recht gut ausschaut fürs obere Playoff. Ja, für die Austria wird es richtig schwer. Sehr schade, ich hätte mich gefreut, wenn beide Vereine im oberen Lauf landen würden. So ist der Fußball, läuft sich immer alles nach Wunsch. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann nach oben, Kommentar, Abo da lassen. Vielen, vielen Dank für die vielen Aufrufe, Daumen nach oben, Kommentar. Letzte Zeit ist wirklich absoluter Wahnsinn. Großes, großes Dankeschön. Und in dem Sinne, bleibt nichts mehr zu sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute.